Die Stadt Viersen in den 1950er Jahren. Am Rande der Innenstadt, gleich hinter dem Bahnhof, bauten die britischen Streitkräfte ein großes Depot. Nach Ende des Kalten Krieges gaben die Briten das Militärgelände auf. Und so sieht es heute dort aus, in Viersen-Rubent. Ja, der Stadtpark Rubent hat für die Stadt Viersen eine große städtebauliche Bedeutung. Wir haben hier seit Anfang der 2000er Jahre rund 700 Wohneinheiten entstehen lassen. Es wohnen rund 2000 Menschen in diesem Gebiet. Diese Menschen verfügen über eine ganz hervorragende Anbindung an Schiene, an Bahn, Busverkehr. Und das Gebiet ist etwa nur 10 Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Also rundum ganz hervorragende Standortbedingungen. Der Kreis Viersen kennt sich aus mit Brach- und Konversionsflächen. Beispiel 2, das ehemalige Stahlwerk Becker in Willich. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten die Briten das Gelände als Depot. Es sind inzwischen rund 100 Betriebe hier, die über 1000 Arbeitsplätze bieten. Problematik einer Konversionsfläche haben wir sehr gut in den Griff bekommen, indem wir das Oberflächenwasser sammeln und in einer Retentionsfläche zuführen, sehr umweltfreundlich. Dafür haben wir die Wasserachse gebaut. Wir haben keine emittierenden Betriebe hier, aber insgesamt sehr innovative Unternehmen. Die neue Konversionsfläche für den Kreis Viersen liegt unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze im Westen des Kreises, das Areal des ehemaligen Flugplatzes der Royal Air Force Brüggen. Bis 2000 wurde hier geflogen, dann nutzte die Army das Gelände. Zurzeit verlassen auch die letzten Soldaten den ehemaligen Fliegerhorst. Die Konversionsfläche ist rund 900 Hektar groß, das entspricht einer Fläche von 127 Fußballfeldern. Sie soll zum größten Teil Natur bleiben. Rund 160 Hektar sind aber für Gewerbeansiedlungen vorgesehen. So werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Die knapp 4 Kilometer lange Start- und Landebahn sowie die ehemaligen Hangars stellen eine Besonderheit dar. Sie eignen sich ideal als Basisflächen für erneuerbare Energie. Für den Kreis Viersen und die Gemeinde Niederkrüchten ist die Entwicklung des ehemaligen Militärgeländes in vielerlei Hinsicht eine zukunftsorientierte Aufgabe.